Barbecue aus Rheinhessen, heute nicht aus Rheinhessen, sondern aus dem Sauerland. Aus dem wunderschönen Sauerland. Der Jörn bei mir zu Gast. Lange, lange Jahre kennen wir uns schon. Jetzt hat er es endlich mal geschafft. Wurde Zeit. Wir haben heute geschmort und zwar Ochsenbäckchen. Und wie wir geschmort haben. Ochsenbäckchen aus dem Dutch Oven und wie ihr die macht, das zeigen wir euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für meine Ochsenbäckchen aus dem Dutch Oven brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier sind fantastische Ochsenbäckchen und zwar insgesamt 1,1 Kilo. Habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Link zum Fleisch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und des Weiteren brauchen wir natürlich frischen Knoblauch, Sellerie, Karotten, dann ein paar Schalotten sowie Dijon-Senf, etwas Pfeffer und Salz, ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Dann habe ich aus Udenheim einen schönen Rotwein mitgebracht. Dann haben wir hier Kalbsfond. Dann habe ich noch ein paar stückige Tomaten und etwas Mehl, um darin dann die Kalbsbäckchen auch zu bestäuben. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, wir legen los. So, hier haben wir jetzt also die vier Ochsenbäckchen. Die werden jetzt gepfeffert und gesalzen. Und dann habe ich hier eine Schüssel, da hinein gebe ich etwas Mehl, dass wir die Ochsenbäckchen dann von allen Seiten bemehlen können. Sieht aus wie der erste Weg einer Panierstraße hier. So, wunderbar. Damit sind die Ochsenbäckchen vorbereitet. Das Mehl, was wir drin haben, das tun wir nicht weg. Das können wir gleich noch wunderbar mit in den Topf geben. So, nachdem die Bäckchen jetzt gemehlt sind, kümmern wir uns ums Gemüse. Da habe ich also hier Sellerie. Schneiden wir jeweils oben und unten ab, halbieren den gerade. Dann habe ich hier ein paar Schalotten, die werden einfach geschält. So, Schalotten sind klein. Dann habe ich hier Möhren, die habe ich geschält, die werden jetzt auch halbiert. Beziehungsweise wir vierteln sie mal. Wir sind heute mal ganz verrückt unterwegs. Dann habe ich hier natürlich frischen Knoblauch. Da nehmen wir gerade ein bisschen was raus. Leute, ich kann es euch immer wieder nur empfehlen, kauft, wenn ihr die Möglichkeit habt, frischen Knoblauch. So, damit haben wir das ganze Gemüse da und das wird jetzt klein geschnitten, damit wir es dann später im Dutch Oven schön scharf anbraten können. Damit ist die Schnibbelarbeit erledigt und am Dutch Oven geht es jetzt weiter. So, wie ihr sehen könnt, dieser Dutch Oven hat ordentlich Temperatur. Das ist aber kein Schaden. Da geben wir jetzt Butterschmalz hinein. Lassen das gerade schmelzen. Dann werden die Ochsenbäckchen, dann werden die Ochsenbäckchen darin angebraten. Das hier ist ein 10 Zoll Dutch Oven, da kriegen wir maximal 3 Bäckchen rein. Wahrscheinlich, wenn ich gut stapeln würde, würden alle 4 reingehen. Wahrscheinlich wäre es optimaler, das in einem 12 Zoll Dutch Oven zu machen. Ach komm, wir legen den einen jetzt auch noch rein. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, oh ja, schaut mal her. Die sehen gut aus. Und durchs Anbraten ziehen sie sich auch ein klein wenig zusammen. Das heißt, sie passen also doch wunderbar da rein. Genau die richtige Größe. So, die Ochsenbäckchen kommen jetzt noch mal kurz in eine Schale, denn die werden wir jetzt gleich noch mit Senf bestreichen. Und in der Zwischenzeit nutzen wir natürlich hier die Energie in unserem Dutch Oven, um das Gemüse anzubraten. Sprich die Karotten, Sellerie, Schalotten, Knoblauch. Einmal das volle Programm bitte. So, hier haben wir die Ochsenbäckchen und die werden jetzt mit Dijon-Senf bestrichen.
Also einfach mal einen guten Löffel da oben drauf. Und dann mal Handschuh an. Werden sie also dann richtig schön mit dem Senf eingerieben. So, wunderbar. So, das Gemüse ist ordentlich angebraten. Jetzt kommt ein guter Löffel Tomatenmark mit in den Topf. Und das verrühren wir jetzt und braten es dann mit dem Gemüse noch ein bisschen weiter an. So, dann löschen wir das Ganze mal mit einem guten Schluck Rotwein ab. So. Einmal reduzieren reicht uns nicht. Wir geben nochmal eine zweite Runde Rotwein dazu. Dann habe ich hier ein paar stückige Tomaten sowie etwas frischen Thymian. Und dann kommen jetzt unsere Ochsenbäckchen in den Topf zurück. Und jetzt habe ich hier einen halben Liter Kalbsfond. Den gehen wir da oben drüber. Gucken, dass die Bäckchen auch wirklich gut drin liegen. Vom Füllstand des Topfes her ist das großartig, so wie es ist. Und dann bauen wir jetzt um. So, wir haben jetzt unten drunter 6 Coco Cubes und obendrauf, ja, auch nochmal 6 sozusagen. Und das Ganze braucht jetzt so gute 2,5 bis 3 Stunden. Einfach so lange, wie die Kohlen laufen, das Ding drauf lassen. Bei Bäckchen, bei solchen Schmorgerichten, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Je länger es drauf ist, umso geiler wird es eigentlich. Also von daher, Flüssigkeit haben wir mehr als genug im Topf drin. Bis später. 3 Stunden später heben wir mal vorsichtig den Deckel ab. Die sehen gut aus. Wir machen natürlich mal wieder den Löffelgarungstest, den Löffelgarheitstest. Ja, ich würde mal meinen, guck mal. Die Ochsenbällchen sind fertig, würde ich behaupten. Die nehmen wir jetzt mal runter, richten an und dann wird probiert. So, schaut mal her. Ist nichts angesetzt, gar nichts. Und die Konsistenz von der Soße, wir haben ja in den Bäckchen ist ja ganz viel Bindegewebe drin. Dieses Bindegewebe wird über die Zeit zu Gelatine, wandelt sich um und sorgt für die Bindung der Soße. Ich hatte ja am Anfang noch extra Mehl sozusagen, liebe Grüße an die Sizzle Brothers, beiseite gestellt, um noch die Soße abzubinden. Wie ihr seht, werden wir das definitiv nicht müssen. Man könnte die jetzt noch durchpassieren und durchpürieren. Bin ich eigentlich gar kein großer Freund von. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu faul bin, es ist einfach wirklich so, dass ich das Ganze ganz gut finde, wenn da so Stücke mit drin sind. Wir geben jetzt mal ein bisschen was von der Soße auf die Nudeln hier. Bandnudeln eignen sich da wirklich hervorragend für. So, und dann, komm mal her, du Ochsenbäckchen, du. Als würdest du mit einem Löffel in Eis reingehen. Großartig. Da ist es also. Das Ochsenbäckchen aus dem Dutch Oven. Und ihr habt ja gerade eben schon gesehen, wie wir das mit dem Löffel, also Gabel, das Messer, könnt ihr komplett zu Hause lassen. Braucht ihr nicht. Das kann man einfach so zerteilen. Und zum Wohl. Alter Schwede. Oh, nee, ist klar. Mhm. Boah. Also Zähne braucht ihr keine. Kleiner Shoutout an Tobias Grillt noch. Der hat bei mir, ich habe die vor kurzem mal geräuchert auf dem Grill, und dann schrieb er, das kleinste Pulled Beef der Welt. Das ist, finde ich, so niedlich, aber so ist es tatsächlich. Das hier ist das kleinste Pulled Beef der Welt. Das Tolle an der Sache ist halt, in diesen Ochsenbäckchen, da ist halt sehr viel Bindegewebe drin. Deswegen müssen die auch tatsächlich sehr lange gegart werden. Und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, bei der Bindung der Soße,
Aber wie gesagt, dieses Bindegewebe innen drin ist tatsächlich komplett zu Gelatine geworden. Es ist verrückt und herrlich. Mega lecker. Einfach ein paar Nudeln dazu. Eine richtig, richtig geile Nummer und ein perfektes Gericht für den Herbst und für den Winter. Wenn ihr es etwas herzhafter mögt, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, Knödel, Rotkohl. Ja, das passt auch sehr gut. Mit Sicherheit, ja. Also auch vor allem in dieser Kombination mit dem Knoblauch und so weiter und so fort. Die Soße, herrlich gewürzt, passt perfekt. Macht das auf jeden Fall mal nach. Falls ihr noch mehr Anregungen zum Thema Dutch Oven braucht, er hat da mal was vorbereitet. Genau, kostenlose Werbung, Hashtag. Ja, ich krieg da kein, kein Geld für. Das wäre jetzt auch der Hammer gewesen. Und zwar, das hier ist tatsächlich das meistverkaufte Grillbuch 2020, unser Dutch Oven Buch. Ja, Hardcover, 9,99 €. Der Jörn verlinkt euch das sehr gerne unten in der Infobox. Und ja, ich wäre kein guter Autor, wenn ich nicht sagen würde, das sollte in keinem Bücherregal fehlen. Mein erklärtes Ziel ist es, das muss sich so verbreiten, wie der neue Brockhaus es damals getan hat. Ja klar, warum soll man auch tief stapeln? Ja, nein, Also das Buch habe ich schon, seitdem es draußen ist, und es ist wirklich großartig. Schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch die Verlinkung von diesen Ochsenbäckchen. Die habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Geile Sache. Also wirklich... Ja, geschmacklich... Hammer. Unfassbar. Und richtig top. Solltet ihr noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klickt doch gerne mal unten auf Abonnieren und abonniert den Kanal. Da freut sich der Jörn. Und ansonsten lasst ihm natürlich auch einen Daumen nach oben da. Und Kommentare sind immer gern gesehen. Ja, und ihn verlinke ich natürlich auch. Auch da habt ihr die Möglichkeit, auf der Endcard gerne seinen Kanal zu besuchen. Abo dalassen, viel Liebe dalassen. Und vor allem die Zwiebelliebe. Die Zwiebelliebe, das ist ganz wichtig. Zwiebelliebe. Zwiebelliebe ist wichtig. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Leute, kauft Ochsenbäckchen. Es lohnt sich. Eine richtig geile Geschichte. Und wirklich, ja... Für die Senioren unter euch. Dann aber ohne Nudeln. Da müsst ihr nämlich die Nudeln mehr kauen als die Ochsenbäckchen. Das ist richtig. Macht das auf jeden Fall mal nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und Sebastian von der Sauerländer Barbecue. Tschüss. Bis dann.